Geistliche genießen in der Gesellschaft hohes Vertrauen. Umso schlimmer, wenn sie es missbrauchen. Das hat der Pfarrer des bayerischen Ortes Rickhofen getan. Er hat sich jahrelang an einem Messdiener vergangen. Obwohl er vorher schon einmal als Kinderschänder aufgefallen war, hatte ihn der Regensburger Bischof Müller trotzdem erneut in der Gemeindeseelsorge eingesetzt. Heute stand der Priester vor Gericht. 3 Jahre Gesamtstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. So lautet das Urteil gegen Pfarrer Peter K. Die Urteilsbegründung endete in diesen Minuten. Bereits am Morgen hatte Peter K. den sexuellen Missbrauch gestanden. Reaktion der Verteidigung. Dass es passiert ist, tut ihm leid. Der Grund, warum es gemacht hat, liegt wohl in der Krankheit der pädophilen Situation. Das heißt Kernpädophilie. Und das ist die Ursache. Ein Sachverständiger hatte dem Angeklagten eine ausgeprägte homoerotische Pädophilie attestiert. Wie weit Peter K. therapierbar ist, ließ er offen, betonte aber seine verminderte Schuldfähigkeit. Dieser Einschätzung hat sich das Gericht angeschlossen und betonte eine Mitschuld des Regensburger Ordinariats. Dazu eine erste Reaktion. Wir bedauern zutiefst, was durch den Priester geschehen ist. Das war für uns nicht absehbar. Wir können nur unser tiefstes Bedauern zum Ausdruck bringen. Es tut uns leid. Allerdings, das Ordinariat hatte Peter K. hier in Rickhofen als Pfarrer eingesetzt, trotz seiner eindeutigen Vorstrafe. Ein klarer Widerspruch zu den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz. Und Rickhofen ist kein Einzelfall im Bistum Regensburg. In insgesamt 7 Gemeinden wurden Kinder missbraucht von 3 pädophilen Pfarrern. Künftig will das bischöfliche Ordinariat früher reagieren, so die Ankündigung. Jeder Fall ist eine Tragödie, das müssen wir zugeben und widerspricht zutiefst dem priesterlichen Ethos. Wir werden noch genauer darauf hinschauen und werden noch gezielter dann auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wiederholungsfälle wie bei Peter K. soll es also nicht mehr geben. Die Zukunft wird zeigen, wie ernst im Bistum in Regensburg diese Aussage ist.